Das sind Ausschnitte vom Z10, den ich als Vorserienmodell fahren durfte und testen durfte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich präsentiere euch heute den Z10 von DF Models. 2 bis 4S ready to run, 120 Ampere Regler bis zu 80 km/h. Aber den gibt es als Truggy und als Truck-Variante. Und wie die beiden aussehen, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir die Brushless-Version vom Z10. Der einzige Unterschied ist das Profil und der Aufbau der Reifen. Beim Truggy etwas dünner, beim Truck baut der Reifen mehr auf. Ansonsten sind sie komplett baugleich, lediglich fehlt beim Truck der Heckspoiler. Die Modelle kommen mit einer Funkfernbedienung und einem klassischen DF-Models-Design. Mit elektronischer Spureinstellung sowie Lenkeinschlag und Gasannahmeregelung. Auf der anderen Seite ganz klar die Leistungsregelung von 50, 75, 100% und die Reverse-Schaltung für Gas und Lenkrad. Anbei noch ein Adapter von XT90 auf T-Plug, wenn nötig. Und die Bedienungsanleitung für alle Modelle, den Z10 gibt es in Brushed und Brushless. Schaut gerne mal rein, auf den letzten Seiten findet ihr die Explosionszeichnung, wo ihr jederzeit jedes Teil nachbestellen könnt. Ich habe den Z10 jetzt schon probehalber fahren dürfen im Vorserienmodell und es ist ein wirklich richtig geiles Auto. Was ihn ausmacht, zeige ich euch hier. Er hat eine sehr massive Frontstoßstange, die wirklich viel aushält. Auf der Rückseite hat der Truggy den riesen Heckspoiler und die Wheelie Bar, die er auf Asphalt auf jeden Fall braucht. Von unten ist der Z10 in einer kompletten Kunststoffwanne eingefasst, die auch sehr stabil, sehr robust ist und einiges wegstecken kann. Die Karo hält extrem viel aus und ist sehr widerstandsfähig. Stoßdämpfer Öl gefüllt, in der Höhe verstellbar, vorne wie hinten. Kugelgelagerte Radaufnahme innen und außen. Ein 15 Kilo Metallservo, Achtung, in der Brushed Version sind es nur 10 Kilo. Hier haben wir einen leistungsstarken 120 Ampere Brushless Regler, der die Kraft auf den 4S fähigen Brushless Motor überträgt. Bei der Brushed Variante sind es 60 Ampere und ein 570er Brushed Motor. Beide Fahrzeugkategorien sind serienmäßig mit Lüfter und Alukühler ausgestattet. Die Fahrzeuge sind mit 3 Differential ausgestattet. Das mittlere Differential zur optimalen Kraftverteilung. In der Brushed-Variante gibt es nur 2 Differenziale. Mit einer Kardanwelle aus Aluminium und Antriebswellen aus hochwertigem Kunststoff geht der Z10 ordentlich nach vorne. Die sind sehr gut gefasst und halten sehr viel aus. Aufgrund der Erfahrung mit dem Vorserienmodell kann ich das bestätigen. Der Unterboden ist aus hochwertigem Kunststoff und hier sehen wir auch nochmal die massiven Achssenkel. Der Z10 hat hier ein sehr hohes Chassis mit einer Gummilippe, hält den Dreck überwiegend draußen. Klar, was reinfliegen tut immer, aber es schützt mehr als ohne. Ich habe jetzt hier noch von DF Models ein 4S Lipo Akku mit 5200 mAh. Achtung, der ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die passenden Akkus zu euren Fahrzeugen findet ihr in der Anleitung mit der Bestellnummer. Ich baue jetzt hier lediglich mal den Akku noch ein, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Und das ist alles, was die beiden ausmacht, um richtig viel Spaß zu haben.
Und ich wünsche euch hiermit noch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.